So, meine Damen und Herren, ich bin der Referent und ich hätte Ihnen so viel zu erzählen, ich muss mich einschränken. Als ich heute mit dem Auto hierher fuhr, war im Bayern 2 ein Bericht über das Wunder von Damaskus, also Saulus, Paulus, die Geschichte, kennen Sie ja, nicht? Und da waren viele Menschen da, ein Alkoholiker, der dann bei den anonymen Alkoholikern war, also sich auch so ein Saulus-Paulus-Erlebnis hatte, dann eine Geschäftsfrau und so weiter, die alle einen, ja, wie soll man das sagen, ein Erlebnis hatten, das sie tief berührt hat. Und eben hat mir eine Dame gesagt, die auch hier jetzt anwesend ist, vor 20 Jahren wäre sie bei mir gewesen in einer Gruppe und das wäre für sie auch der Kick gewesen, ihr Leben zu ändern. Und das ist natürlich eine freudige Aussage, denn da merkt man, dass doch nicht alles umsonst ist. So, jetzt möchte ich mit Ihnen so ein Ritual machen. Bitte stehen Sie auf. Stehen Sie jetzt bitte so, dass Sie die Hände ausbreiten können. Was ist denn ein Ritual? Ein Ritual ist ein Handeln in einer Gemeinschaft meist, ein Handeln, das einen zutiefst erfasst und ergreift. Ähnlich wie die Rituale oder der Ritus, der gemacht wird bei den Schamanen in dem Dschungel, manchmal unter Zuhilfenahme von Pflanzen, die berauschen, die also zum Beispiel Ayahuasca oder Epena oder was. Das soll das noch unterstützen. Dieses Ritual heißt hawaiianisches Ritual der Stärkung und Kräftigung. Machen Sie einfach mit mir mit. Und sprechen Sie mir dann nach. Ich nehme die Kraft des Feuers in mich hinein. Ich nehme die Kraft des Feuers in mich hinein. Einatmen, greifen und die Fäuste dann am Nabel wieder öffnen und die Energie hineinlassen. Dann eine V-Form bilden. Ich nehme die Kraft der Winde in mich hinein. Wir nehmen, einatmen, zum Nabel führen, ausatmen und öffnen der Hände.